herzlich willkommen bei Ich Zock Factorio. Wir haben uns das letzte Mal mit ein paar kleineren Optimierungen aufgehalten und da möchten wir auch heute weitermachen. Ich habe ja schon angekündigt, wir schauen uns mal an, ob wir unsere Eisenplattenproduktion nicht doch noch etwas optimieren können. Mal sehen, was sich da machen lässt. Denn wir haben das Problem, dass wir unten zu wenig Eisenplatten kriegen. Ich möchte jetzt aber eigentlich, das passt perfekt, nicht mehr als zwei Öfen bauen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Wir haben hier lange Greifarm für innen, lange Greifarm. Das heißt, ich brauche vier lange und zwei davon noch. Und dann brauche ich als nächstes Eisenzahnräder und die Fließbänder. Die Fließbandproduktion haben wir hier. Eisenzahnräder haben wir nicht hier, aber das könnten wir hier nach unten bauen. Das ist eine Überlegung wert. So, jetzt erstmal zu unseren Öfen. So, hier fehlt auch noch ein Stück. Dann brauchen wir hier einen Strommasten und hier. So, dann haben wir den zweiten Ofen voll. So, ich sehe gerade, das Licht flackert. Das heißt, wir werden angegriffen und haben ein kleines Stromproblem, so wie es aussieht. So, ja, das, was ihr im Hintergrund gehört habt, war mein Daddy. Der wollte mich kurz besuchen kommen. So, wir brauchen dann... da müssten diese... auch reichen. Einmal. Na komm schon. Tut das Not. So. Zweimal, dreimal. Dann brauchen wir. Natürlich macht das absolut keinen Sinn, denn ich werde die Materialien weitergeben müssen. Haha. So, hier brauchen wir einen Splitter rein. Und es flackert schon wieder. Ich sollte mich echt um unsere Energie kümmern. Hier haben wir gesagt, brauchen wir... Okay, das machen wir so. Glaube ich mal. Ja, wenn ich die Maus ruhig halten würde, könnte es auch funktionieren. So. Hier will ich Eisenzahnräder. Hier will ich gelbe Fließbänder. Aber die gelben Fließbänder brauchen ja auch die Stein. Alles scheiße, deine Emma. Andere Idee. Wir kümmern uns erstmal um Strom. So, wir haben jetzt sekundäre Dampfturbine MK2. Die hat 1,3 Megawatt statt 817. Dafür fehlen uns Eisenplatten. Die werden wir jetzt hier mal abgreifen, ganz dezent. So, eine zweite. Und eine dritte. Passt. So, und in der Zwischenzeit können wir jetzt das hier richtig bauen. Wenn ich mitdenken würde, würde es natürlich hin und wieder einfacher gehen. Ich hoffe, ihr könnt das ein klein wenig entschuldigen. Aber ja.
zweimal, dreimal. So, hier haben wir jetzt gesagt gelb, hier haben wir gesagt Eisenzahnräder und hier haben wir gesagt rot. Nee, dann machen wir das anders, dann sparen wir uns ein, ja, so geht's auch. Dann sparen wir uns ein Fließband, hier hätten wir gern die roten, hier hätte ich gern die Eisenzahnräder. Da das Ganze jetzt nicht übertrieben schnell gehen muss, glaube ich, dass die gelben Knickarme eigentlich reichen müssten. So, schauen wir uns das mal an. Schauen Sie sich das an. Ja, da sieht man schon die Peaks von den Angriffen. Also wenn die Biester noch ekliger werden von den Angriffen her, haben wir wirklich ein massives Problem. Eisen reicht auf jeden Fall jetzt mal mehr als genug. Schauen wir mal die Temperatur an den Turbinen, ist auch mehr als ausreichend, sehr schön. Das heißt, wir werden hier mal die erste gleich ersetzen. Ja. Ja, da haben wir noch eine normale sekundäre Dampfturbine, die sollte ich vielleicht mal rausfiltern. Denn die möchte ich eigentlich nicht mehr drin haben. Ist das die? Ja, passt. Die wird auch gleich Geschichte sein, sobald die neue fertig ist. Ich könnte eigentlich in der Zwischenzeit mal das tun, was ich euch schon lange versprochen habe, dass ich offline mache, aber dann nie wirklich gemacht habe. Nämlich dieses Förderband, das mich eigentlich gestört hat, hier abmontieren. So, hier kommt gut was an Eisen runter. Uran wird ausgefiltert, falls wir es später brauchen, haben wir es. Die Tanks sind voll. Die Tanks sind nicht voll. Die könnten wir später mal ausbauen. Aber im Moment brauchen wir ja keinen. So, die fällt und damit sieht es doch gleich besser aus, ja? Passt, passt, passt. Nochmal reingeguckt, dann ist die dritte Linie weg. Gut, 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 gut. Ist es eigentlich schon länger ruhig. So, den Stein nehmen wir mal mit und bauen das hier ab. Den Geschützturm brauche ich überall, nur nicht da drin. So, Steinproduktion. Okay, dann schauen wir mal, was wir an Stein loswerden können. Passt. Ihr seht, die Fläschchen fangen sich jetzt langsam stauen wieder. Langsam wieder zu stauen an, zumindest die roten und die grünen. Und dann wollen wir hier mal dafür sorgen, dass wir an Material kommen. Habe ich denn? Aber tatsächlich. Okay. Einmal hier, einmal hier. So, es flackert wieder, weil die Mistviecher angreifen. Ihr seht die Peaks. Gut, dass die Hochleistungsturbinen relativ schnell... Passt, wir haben die erste. Das werden wir aber trotzdem auch begrenzen auf 400 Stück. Gut, dass die Hochleistungsturbinen so schnell anfahren. Haben wir nämlich den Vorteil... So. Haben wir nämlich den Vorteil, dass wir relativ schnell die Leistung haben, die wir brauchen.
So, und was ich jetzt mal gucken wollte, ist, wir haben zwar noch keine Solarkollektoren, aber Batterien und schwache Fluxkondensatoren. Wie viel Batterien haben wir denn im Moment auf Halde? Wenig bis nichts, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein zweites Batteriewerk. Aber das haben wir. Schaut mal, schaut mal. Eisenplatten beginnen sich zu stauen. Ich könnte weinen vor Glück. Dafür haben wir ja vorgesorgt. Lediglich hier haben wir noch ein bisschen wenig an Material. Aber das wird auch noch. Bin ich mir sicher. Ich glaube, dass im Moment die Kondensatoren das Problem sind und gar nicht so die zweite Chemiefabrik. Da nehmen wir gleich mal einiges mit. So viel brauchen wir Gott sei Dank nicht für die Lasertürme im Moment. Und die wir brauchen, haben wir mehr als im Lager. So, die Produktion beginnt. Und hier haben wir jetzt das Problem, dass etwas im Weg ist. Und das Problem, wenn ich sie so aufstelle, dass ich nicht ran kann. Oder? Nee. Das heißt, wir müssen eins nach unten und mit Röhrchen arbeiten. Da fällt mir ein, ich könnte die Röhrchen mal da rein tun. So, das heißt aber auch, ich muss die Kiste hier hinpacken. Dann die Kondensatoren wieder rein. Einmal in die Richtung, einmal in die Richtung. Das sollte reichen. Dann brauche ich Kupfer. Ja, es ist jetzt natürlich alles nicht ganz so intelligent gelöst, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Aber irgendwie bringen wir das schon hin. Keine Angst. Dann könnte ich mal das rüber kopieren. Und dann brauchen wir Eisen. Eigentlich hätte ich den Kunststoff gleich um zwei verschieben können. Und das machen wir auch gleich. Den Baum wäre ich gern los und den genauso, damit ich sehe, was hier abgeht. Dann hier noch ein Knicki, dann hätte ich hier noch gern Strom. Hier noch ein Knickarm, der mir das Ganze rausschaufelt. So. Klemmt es jetzt irgendwo? Nee. Passt. So, Batterien werden wieder geliefert. Jetzt auch ein bisschen mehr. Jetzt müssen wir erstmal warten, ob das für den Anfang reicht. Gut. Viel staut sich da ja nicht bei den Eisenplatten. Das ist jetzt aber auch klar. Ich habe jetzt wieder abgezogen. Aber grundsätzlich, es staut sich zumindest mal. Ist ja schon mal was, oder?
Die nehme ich mal gleich mit. Ja. Ich könnte auch einen richtigen Button nehmen. So, dann schauen wir mal. Bringt's mir was, wenn ich hier... Okay. Das Problem ist jetzt grundsätzlich mal... hier zu suchen. Der muss schneller reinschaufeln. Und das kann er nur, wenn er hier schneller Material bekommt. Der läuft nonstop. Der hat trotzdem noch das Problem, dass er zu wenig Eisenzahnräder kriegt. Das heißt, Fabrik weg. Neue Fabrik hin. Ich baue deswegen die Fabrik zuerst ab, weil ich mir dann das Produzieren von einer Stufe 1 Batterie spare. Batterie, ja. Ja. Fabrik spare. So. Du produzierst mir jetzt Eisenzahnräder. Wie sieht's aus? Wir haben einen Engpass mit der Zulieferung. Das können wir beheben. Jetzt arbeitet sie nonstop. Jetzt sieht's schon besser aus. Ja. Okay, das ist das Maximum, das wir mit dieser Fabrik hier erreichen können. Gut, ein Stück hätten wir ja schon. So, wie sieht es jetzt mit unserer Batterieproduktion aus? Ja, da bleibt was liegen, das gefällt mir. That's the way I like it. So, blauen Fläschchen beginnen sich dann auch langsam zu stauen. Und zwar will ich deswegen Batterien, weil... Wie viel haben wir jetzt? Das passt. Weil... ich mal gern ein paar Akkus hätte. Und ihr fragt euch jetzt sicher, warum lege ich mir Akkus zu, wenn ich eigentlich noch keinen Solarpark habe? Denn das mit den Akku-Packs macht man ja eigentlich, um die Löcher in der Nacht abzufangen, wenn man mit Solarparks arbeitet. Ja, es hat einen ganz einfachen Grund. Schauen wir uns mal unsere Stromversorgung an. Wir sehen hier immer wieder die Peaks von unserer Abwehr. Und diese Peaks möchte ich einfach abfangen oder mit abfangen können, indem ich Akkus baue. Einfacher Grund dahinter, der Akku lädt sich auf. Wenn ich jetzt von Haus aus mit meinem Verbrauch schon knapp bin und ein Angriff erfolgt, würde meine ganze Fabrik im schlimmsten Fall stehen bleiben. So habe ich wenigstens noch ein paar Akkus, die mir dabei helfen können. Ich weiß, die Akkus, die ich da jetzt habe, die drei Stück erstmal, sind jetzt nicht die große Welt, aber das sollte ja im Laufe des Spiels besser werden. Irgendwann wollen wir dann auch mal unsere Koksproduktion hier ausbauen, damit wir mit Holz endlich mal aufhören können und so weiter und so fort. Wir haben also noch viel vor, wir brauchen viel Energie. Aber das Ganze geht natürlich nur, wenn es... So, jetzt schauen wir mal. Mehr wie 150 möchte ich eigentlich nicht auf Halde haben. Gut. Das Ganze geht natürlich nur, wenn wir ausreichend Energie haben und um das mal sicherzustellen, die werfen wir gleich mal hier rein.
stelle ich jetzt einfach mal ein paar Akkus auf, damit wir im Fall der Fälle ein bisschen Reserve haben. So, und der dritte ist auch gleich fertig. Und das ist auch dann für uns das Zeichen, dass die heutige Folge endet. Ja, eigentlich wollte ich in Richtung Roboterproduktion gehen. Geworden sind es eigentlich wieder mehr oder weniger kleine Optimierungen plus unsere roten Förderbänder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. In der nächsten Folge gehen wir mit Sicherheit in Richtung Roboterproduktion, das kann ich euch schon mal sagen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst oder mir einen Kommentar schreibt oder mein Video verlinkt auf Kanälen, wo es andere Leute auch sehen können. Ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt, ich zock Factorio. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, macht's gut, bis dann, ciao.